Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Black. Ja, und heute stehe ich scheinbar mal alleine da. Das ist aber kein Problem, denn das bietet mir die Möglichkeit, erstmal aufs Reittier zu switchen und mal ganz kurz hier zu unterbrechen die Folge, denn wir können mal, oder wir müssen auch mal wieder was verkaufen. Haben ja jede Menge Gemüse im Auto liegen, sozusagen, also im Inventar. Das muss mal weg, Das ist absolut notwendig, absolut nötig und so weiter. Deswegen werden wir mal ganz kurz zurückreisen und werden uns dort wieder voll schibbeln. Vielleicht nehme ich auch gleich die anderen Quests an, die ja schon eine Weile drin sind. Hatte ich eigentlich schon den Punkt vergeben? Ja, das habe ich gemacht. Vom letzten Level ab. Ne? Das ging ja doch relativ schnell im letzten Mal. Und ist ja auch nicht schlecht. So, diesmal wird es etwas langsamer vorangehen. Wie gesagt, diesmal sind wir alleine, das ist aber auch kein Problem, wir haben ja Zeit, so. Deswegen, wie gesagt, gehen wir mal ganz kurz zurück. Ich könnte auch mal vielleicht für die Dinge, weil das habe ich ja auch noch nicht gemacht, mal gucken für die, na wie heißen sie denn? Quests halt, Quests, genau. Quests und Skills ist auch keine schlechte Idee. So, kaufen wir erstmal hier, auch wenn da nicht viel weg war, können aber auf jeden Fall hier jede Menge verkaufen von dem ganzen Gemüse hier. Ja, Wurzeln könnte man als Gemüse bezeichnen, wenn sie essbar sind. Glaube ich, oder? Ja, ne? Müsste hinhauen. So. Okay. Was haben wir denn noch so Schönes? Drachenschwanz, Zustallung, verdorbener Pilz, kann auch weg. Drachenzahn. Drachenfleisch. Schattenhaut. Jede Menge Zeugs hier. Uralte Schiffsrolle, was ist das denn? Titanhelm der Sonnenfinsternis von Tempelritter. Ja, tschüss. Vereiste Halskette kann auch weg. Die Armbrust behalten wir mal noch ein bisschen. Das muss ich mir in aller Ruhe mal angucken, wenn ich mal wirklich wieder Zeit habe. Sicherheitsschlüssel bin ich mir nicht sicher. Nussknackerkostüm bin ich mir auch nicht sicher. Na, können wir eigentlich bei Gelegenheit mal wegmachen, dass das weg ist. Wir machen aber erstmal so und so. Und dann müssen wir vom Reittier runter. So. Und dann können wir mal schlupperbobobob ein bisschen durchsortieren. Denn ein bisschen was kam ja auch noch raus, was wir verkaufen können. Steinproduktionsgemüse zum Beispiel. Naja, ist wie es ist. Wir gehen aufs Hottehü. Nehmen erst einmal an, was anzunehmen ist. Heute diesmal habe ich übrigens auch, weil die Elo mich ja ständig daran erinnert, mal in die AK geschrieben. Was wahrscheinlich auch darauf beruht, dass ich es nicht einfach vergessen habe, weil jetzt auch keiner da stand. Und ich stattdessen mit denen geschreibselt habe. Aber das ist auch okay. Alles gut. So, Problem. Wie gesagt, ein bisschen Ruhe schadet niemandem. Und wenn wir hier mal die Quest annehmen, dann ist das auch nicht so schlecht. So, Schokokuck, Keks, das ist auch toll. Ich wollte, Skills wollte ich noch gucken. Lehrmeisterin. Hallo, Meisterlehrerin. Gucken wir mal rein. Hold. Eigentlich kann ich hier gleich die Bestienzähne behalte ich. Das hier raus. Steinzeugs auch. Das hier raus. Was ist das hier? Dunkles Leder zur Rollenherstellung. Ich drück's mal weg. So, das behalten wir natürlich. Die Sicherheitsschlüssel auch. Jetzt gucken wir aber mal durch. Scharfi brauchen wir natürlich nicht. Level 131. Ich hab's ja nicht im Kopf. Ich merke mir ja nicht, wann ich was gekauft habe. Deswegen muss ich das schon mal alles durchgucken immer. So, mehrfach Blutschuss ist 130. Das nächste. Also fehlt da noch ein bisschen was. Aber auch, hier Großwildjäger, Waldläufer, also hier können wir auch langsam ein bisschen nochmal nachschieben. Himmelspfeil nicht, Nebel der Natur, auch 130. Nächstes Level gibt es offensichtlich ziemlich viel. Na gut, dann ist das so. So, hier auch nochmal, 27, 130. Ich meine, dauert ja auch nicht mehr lange, das heißt, wir müssen da mal husten. Wir müssen dabei Gelegenheit mal hin. Jetzt aber erstmal werden wir den Weg oben rum nehmen, da ist ja auch noch eine Quest, die nehmen wir auch noch mit an und dann gehen wir zurück zum Holz und werden da ein bisschen Bäume fällen. Ja, diesmal allein, das heißt, es wird eine gemütliche Folge werden, aber das muss auch mal sein. So, übrigens, apropos gemütlich, es gab eine gemütliche Rechnung natürlich mal wieder fürs Auto, weil nicht für meins, für das meiner Frau, da war ja sowieso ein bisschen was zu machen und so weiter und so fort, dann kam noch TÜV hinzu und da hast du nicht gesehen, ja, da haben wir mal wieder 800 Euro gelassen, aber dafür haben wir ja auch vorgesorgt gehabt, hatten das eben zusammengespart, insofern geht sowas, ne? Wie gesagt, ich kenne immer viele, die sagen, ja, hier kriege ich nicht die bezahlt und hast du nicht gesehen, weil, das ist schon echt viel,
Aber naja, es ist, ne, wie gesagt, wenn du das Zeug zur Seite legst und sagst, jo, okay, ich spare die Scheiße zusammen, ich rechne damit oder ich habe von Haus aus für Sachen, mit denen ich nicht rechne, immer ein bisschen Reserve, dann ist das auch viel leichter zu tragen. Dann sagst du, jo, okay, mach mal und fertig ist. Das ist viel einfacher, als wenn du jetzt sagst, ja, oh, kann ich mir jetzt gar nicht leisten und das Universum wird jetzt vernichtet werden, wenn ich jetzt diese Rechnung bezahlen muss. Ja, wie gesagt, es belastet halt die Seele, ne, deutlich mehr. Bei meinem Auto ist auch nochmal was zu machen, da müssen wir demnächst auch nochmal hin, aber auch dafür ist Reserven da. Wie gesagt, ich verdiene nicht viel, aber ich lasse mal was liegen. Ich habe keine Schulden und das ist auch wichtig. Denn wenn man welche hat, dann hat man ein Problem, muss man wirklich so sagen. Denn aus der, naja, Schuldenfalle rauszukommen, war ein Stück weiter hinten noch, ne? Genau, aus der Schuldenfalle rauszukommen ist nicht so einfach, wie es manchmal, ja, sich anfühlt. So, deshalb, wie gesagt, kleiner Tipp von Black, wenn ihr gerade noch dabei seid, euch irgendwas aufzubauen und so weiter und so fort, fahrt euer Konto erstens niemals auf Null, denn wenn ihr euer Konto auf Null fahrt, dann ist da auch, ja, ist da auch nie eine Reserve drin. Ich meine, manchmal kann es ja sein, ne, dass man trotzdem, dass die Reserve nicht ausreicht, weil irgendetwas ganz Schlimmes am Start ist. Brauchen wir nicht drüber reden, ne? Das ist ganz klar. Aber fahrt euer Konto niemals auf Null. Ich würde sagen, so pro Person mindestens 500 Euro, die ihr an Reserve haben solltet. Zusätzlich habt ihr ja meistens dann nochmal ein Dispo, aber wie gesagt, das dann eben oben drauf. Und wenn ihr diesen Rat beherzigt, dann lebt ihr schon mal viel, viel ruhiger, wenn irgendwas Kurzfristiges ist. Und gleich gar nicht sagen, ja, okay, ich habe ja mein Dispo, dann kann ich ja auch auf Null fahren oder eben knapp an mein Dispo ran. Du zahlst dich ja drum und dem will ich mit Zinsen. Selbst jetzt in der Niedrigzinsphase ist das ja kaum bis gar nicht zu stemmen. Hier fehlt einer. Da hinten. Glaube ich. Naja, jedenfalls, wie gesagt, ist ja kaum bis gar nicht zu stemmen. Und die ganzen Zinsen, die du immer wieder zahlst, das ist ja, ne, das ist nicht schön, muss man echt so sagen. Du zahlst ja monatlich immer noch mehr drauf, das heißt, du hast schon wenig Geld und zahlst dann noch mehr drauf. Nee, das kannst du so nicht machen. Dann lieber andersrum zu sagen, ja, okay, ich lege immer mal was beiseite und spar mir was an. Ich meine, wir Deutschen, wir sind ja eh, sagen wir mal, ein Sparervolk. Sind hier echt nur noch vier oder steht hier irgendwo einer ein bisschen abseits, den ich nicht sehe, weil der außer Range ist? Muss ich da mal gucken. Naja, jedenfalls, wir Deutschen sind ja eh ein Sparervolk und sparen uns gern unser Vermögen zusammen, in Anführungsstrichen, was grundsätzlich auch nicht schlecht ist. Man muss natürlich aufpassen, wie man es macht und wo man es macht. Normal aufs Sparkonto legen lohnt sich nicht mehr wirklich. Dann halt lieber was ja auf in Sachen Aktien, auch wenn, wie gesagt, da es durchaus sein kann, dass da mal hier und hoch. Manche reden schon davon, dass eventuell mal wieder ein Aktiencrash kommen könnte, eben wegen Corona. Das, was wir hatten, wäre viel zu wenig gewesen. Das hätte eigentlich mehr sein müssen und so weiter und so fort. Das kann durchaus sein. Aber nichtsdestotrotz ist es in den letzten, ich glaube, 50 oder 100 Jahren so gewesen, wenn du irgendwas angelegt hast, egal wann du das gekauft hast, auch wenn du es kurz vor dem Crash war, wenn du kurz vor dem Crash Aktien gekauft hast, also Aktienfonds vor allem, musstest du 5 Jahre warten, dann hast du auf jeden Fall Plus gemacht. Selbst wenn du, sagen wir mal, was weiß ich, 50% in Anführungsstrichen von dem verloren hast, was du vorher an Gewinnen gemacht hast. Ich guck mal da hinten, ob da vielleicht irgendeins von den Dingern da nicht stehen sollte. Ich nehme die einfach mal mit. So. Irgendwie ist das schon komisch, dass da nur 4 sind. Oder irre ich mich da einfach, dass das schon immer nur 4 waren? Eigentlich glaube ich das nicht. Ja, gucken wir mal. So. Nehmen den Typi noch hier mit. So. Wie gesagt, dann habt ihr auch weniger Probleme. Klar, das ist, wenn ihr in Aktien geht, nur eine kurzfristige, eine langfristige Sache. Das sollte man nur langfristig machen. 1, 2, 3, 4. Vielleicht habe ich mich auch immer geirrt. Wie gesagt, das sollte man nur langfristig machen. Fürs Kurzfristige sollte man dann auch schon noch ein bisschen was haben. Zum Beispiel habe ich halt auch selbst noch ein Sparkonto, wo halt alles drauf geht, was in Richtung Urlaub geht und eben auch für solche Rechnungen zusätzlich. Und das zusätzlich eben zu dem, was ich auf dem normalen Girokonto immer als Minimumreserve aktiviert habe. Wie gesagt, wir sind zu zweit, 500 Euro pro Person, sind 1000 Euro, die plus sein sollten, sonst sehe ich das mir Konto als Minus an.
Und dann quasi beginnt bei uns schon der Sparmodus. Dann wird schon gesagt, jo, okay, ab jetzt wird weniger investiert. Das heißt noch nicht, dass wir von dem anderen Konto was runterholen. Das ist dann nur für die ganz argen Stecher. Aber ab dann wird dann halt gesagt, ja, okay, wir kaufen halt nicht mehr, was weiß ich, so viele Süßigkeiten. Wir kaufen uns nicht mehr jeden Scheiß. Ich kaufe mir nicht hier und da irgendein Spiel. Frauchen investiert nicht in Pokémon Go. All so ein Gemüse, das kommt dann halt alles dazu. Oder kauft sich halt keine Schüchen. Und solange es aber so ist, dass wir im Plus sind, kann man da deutlich besser leben. Selbst mit einem kleinen Gehalt, ne? Selbst mit dem kleinen Geld. Denn man muss es halt immer noch dazu sagen, wie gesagt, ich habe zwar keine Kinder, aber gemeinsam mit meiner Frau verdiene ich ungefähr so viel wie ein alleinstehender Mann in Westdeutschland teilweise. Das muss man ja so wirklich so sagen. Und wir sind zu zweit. Aber es funktioniert. Ne? Es gibt auch hier und da ein paar Ausgaben mehr oder weniger, je nachdem, wo man wohnt. Ne? Auf dem Land ist natürlich drüben auch die Mieten etwas billiger, während natürlich in der Stadt, naja gut, dann würden wir wahrscheinlich mit unserem Gehalt nicht auskommen. In einer größeren Stadt. Allerdings ist das ja auch schon hier im Osten so. Das ist leider ja der Fall. Naja, nichtsdestotrotz kommen wir gut durch die Woche, durch den Tag und durchs Jahr momentan und sind gut dabei, können auch ordentlich was zurücklegen und naja, für andere Zeiten aufsparen. Wie gesagt, ich hatte es ja schon mal angewähnt oder angedacht hier, eventuell mal wirklich ein eigenes Häuschen und sowas in der Art, aber das wird halt ja wirklich noch ein paar Jahre dauern. Wenn dann doch mal ein Kiddy dazu kommen sollte, dann, wie gesagt, kommt das auch noch. Das sind natürlich alles Mehrkosten. Klar, hast hier und da ein paar Vergünstigungen, hast du nicht gesehen, aber trotzdem. Und naja, trotz dass ich halt Kurzarbeit fahre, sieht es bei uns dann eben trotzdem noch ganz gut aus. Einfach aus dem Grund, wie gesagt, wir verdienen gemeinsam, beide. Wir sind eben in diesem Sparmodus doch durchaus gut dabei. Also falls ihr das habt, gebt nicht immer alles auf Null aus. Das ist der oberste und wichtigste Tipp, den man irgendjemandem geben soll. Jeder, der das macht, und ich kenne viele, die das machen, die haben echte Probleme. Manche sind schon weit über die Null, nämlich im Schuldenberg drin. Bei manchen wird es immer mehr, weil ja, weil sie es halt nicht gebacken kriegen, die Zinsen noch zusätzlich, die ja dann dazukommen, mit wegzuknabbern. Oder aber ja, sparen so lange, zum Beispiel bei einem Auto oder was weiß ich, sagen, ja, okay, ich müsste das machen, ich müsste jenes machen und so weiter und so fort, fahren dann halt aber trotzdem noch 500 Jahre draußen rum damit, so dass das Problem, was vielleicht, was weiß ich, 100 Euro gekostet hätte in der Reparatur, auf einmal dasselbe Problem, weil es so schlimmer geworden ist, weil noch andere Teile gewechselt werden müssen und weil irgendwas ausgeschlagen ist und so weiter und so fort, vielleicht bei 500 oder 1000 Euro liegt. Und da musste dann echt sagen, ja, ne, hättest du alles nicht haben können. Allerdings, ne, wie gesagt, ich kann natürlich auch verstehen, wenn die sagen, ja, ich hab's zu dem Zeitpunkt nicht. Ich kann nicht verstehen, wenn es wirklich bei so einem geringen Gehalt mehr oder minder deren ja, Absicht war oder sowas in der Art. Auch zum Beispiel für die Steuererklärung. Wie gesagt, ich fahre Kurzarbeit. In der Kurzarbeit ist es eben immer so, dass es durchaus sein kann, dass du dann fett drauf zahlst in der Steuererklärung. Und jeder, der mehr als so und so viele Stunden Kurzarbeit gemacht hat, muss eigentlich auch eine Steuererklärung abgeben. Ich weiß, das macht nicht jeder. Habe ich nämlich früher auch mal bei den beiden Malen, wo ich Kurzarbeit hatte und noch keine Steuer gemacht hatte, hat es auch nicht abgegeben. Hat auch keiner nachgefragt. Ich dachte, ja, die werden schon nachfragen, wenn was ist. Haben sie nicht. Insofern ist es auch okay. Aber wie gesagt, hätte ich damals machen müssen und wahrscheinlich hätte ich damals auch raufbezahlt. Dieses Jahr passt das glücklicherweise so, dass A, meine Frau, die ja die Steuerklasse hat, wo mehr Steuern bezahlt werden und B, auch ein bisschen mehr gemacht hat dieses Jahr. Das, was ich quasi weniger gemacht habe, hat sie teilweise mehr gearbeitet, eben wegen, oder das letzte Jahr eben wegen Corona, weil, wie schon gesagt, sie arbeitet ja auch in einem Reinigungsjob.
Und da muss man dann halt dazu sagen, in diesem Reinigungsjob, ne, kommt dann halt noch hinzu, durch Corona und so weiter und so fort, noch Desinfektionen, Grundreinigung, deutlich mehr Reinigung als vorher. Das hat sich dann da auch zu Buche geschlagen. Dadurch, dass sie dann aber mehr Steuern zahlt, hat sich das wirklich so rum ausgeteilt, dass wir am Ende in der Steuer voraussichtlich, ne, ist ja noch nicht rein der Bescheid, kann die ja durchaus nochmal ändern, aber voraussichtlich wären wir ungefähr 1.300 Euro, fast 1.400 Euro an Steuerrückzahlung bekommen. Das ist eine ganze Menge, das ist jede Menge Holz und das ist gar nicht so ohne weiteres zu sagen, jo, das ist von der Hand zu weisen. Das ist echt, echt, echt viel Geld für uns. Nichtsdestotrotz ist das aber halt Geld, was Bonus ist, denn ich habe zwar nicht damit gerechnet, arg viel nachzuzahlen, habe aber trotzdem auch für die Steuer 500 Euro längst beiseite gelegt, für den Fall, dass doch irgendwo was Größeres kommt. Naja, wie gesagt, dann halt noch diverse andere Notkassen und so weiter und so fort, wo dann das eine oder andere noch dazukommt. Entsprechend war ich, sagen wir mal, guter Dinge, auf jeden Fall so eine dicke Rechnung, wenn sie denn dick wird, auch bezahlen zu können. Ist er glücklicherweise nicht geworden, im Gegenteil. Das heißt, ich habe sogar noch ein bisschen Bonus. Der Bonus wird dann angespart, aufgelegt oder was auch immer. Vielleicht in den Urlaub direkt mit investiert, wenn es rechtzeitig da ist. Und wenn wir überhaupt fahren können, das ist ja immer noch nicht hundertprozentig raus, oder fliegen können, muss ich mich mit den Mitreisenden, müssen wir uns demnächst mal zusammensetzen und gucken, ob das mit dem Türkei-Urlaub dieses Jahr, müssen wir mal anrufen, voraussichtlich was wird, wie wir das machen und was halt nicht und was wo und wie überhaupt. Na, das kriegen wir aber auf jeden Fall hin. Schön wäre es natürlich, wenn wir mal wieder in Urlaub fliegen könnten. Kommt immer drauf an, wie die Restriktionen da drüben sind. Schön wäre es halt, wenn du vorher noch gleich so eine Spritze in den Arm gekriegt hast. Dann ist es nämlich sowieso ein bisschen einfacher, weil dann wird dir sowieso gesagt, jo, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass du andere ansteckst, ist sowieso geringer. Du hast möglicherweise nicht ganz so viele Vorschriften, denn wie gesagt, ein Urlaub mit vielen Vorschriften ist ja auch kein richtiger Urlaub, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Man will sich ja entspannen, an den Strand gehen und an den Pool legen, und wenn man sich dann an den Strand und im Pool legt und dann kaum Leute da sind oder du halt 5 Meter Abstand halten musst oder nur 5 Leute in den Pool dürfen, in Anführungsstrichen, sowas in der Art, dann brauchst du ja auch nicht, das ist auch kein Urlaub, oder halt im Buffet ständig die Maske tragen, hast du ja nicht gesehen. Es funktioniert, ne? Mittlerweile haben wir uns alle so halbwegs dran gewöhnt. Es würde funktionieren, es würde klappen, aber schön wäre es natürlich, wenn man das halt nicht hat. Die Zeiten werden wieder kommen. Ich sage ja, momentan gehe ich auch ganz schwer von aus, dass wir, sagen wir mal, auf der Zielgeraden sind, auch wenn die Zielgerade durchaus, jetzt steigen die Zahlen ja wieder, eben durch die Mutationen, was ich ja schon mal angesprochen hatte, beim letzten Mal sind sie gefallen, jetzt steigen sie wieder ein bisschen, das wird wahrscheinlich auch noch eine Weile so weitergehen, bis dann halt wieder der Sommereffekt, nenne ich es mal, durchschlägt, dass dann halt von Haus aus weniger Krankheitsfälle und Infektionen sind und so weiter und so fort. Und dadurch dann halt auch weniger notwendig sein wird. Die schweren Fälle allgemein, die sinken ja jetzt schon, merkt man ja. Die Krankenhäuser sind immer noch stark ausgelastet. Das liegt aber mehr oder minder daran, dass jetzt OPs nachgeholt werden. Auch von Leuten, wie gesagt, ich kenne ja auch ein paar, von denen gesagt wurde ja hier, wir können halt erst wieder da und da. Ja, und diese OPs werden jetzt nachgeholt. Entsprechend ist natürlich die Auslastung immer noch hoch. Es ist ja nicht so, dass wir vorher wenig zu tun hatten, sondern eben normal. Und wenn man vorher normal zu tun hatte und dann halt Sachen verschiebt, dann bleibt das natürlich hoch. Ne? Also ganz logisch, wenn jetzt jemand kommt hier und sagt, ja, hier voll Corona ist scheiße, die Krankenhäuser sind genauso ausgelastet wie früher oder wie zu Corona, obwohl wir gar nicht so viele Fälle haben. Ja, das liegt daran, weil das Zeug alles verschoben wurde und jetzt nachgearbeitet wird. Das wird sich auch noch ein bisschen hinziehen, aber es wird besser werden. Und wie gesagt, die schweren Fälle werden weniger, nicht zuletzt auch deswegen, weil man durchaus an den Infektionszahlen nach Alter gestuft sieht. Es gibt weniger Fälle unter sehr alten Leuten, also unter den Hochrisikopatienten. Warum gibt es da weniger Fälle? Ist ja endlich ganz klar, ne? Mehr geimpft.
Die haben alle ihre Spritze in den Arm bekommen. Entsprechend ist die Wahrscheinlichkeit nicht bei null, dass sie sich anstecken, aber sie ist deutlich geringer und die Wahrscheinlichkeit, wenn sie sich anstecken und doch krank werden, dass sie einen schweren Erkrankungsverlauf haben, ist auch nochmal geringer. Ja, es gibt, und da brauchen wir nicht drüber reden, natürlich immer hier oder da den einen Fall, dass der eine oder andere sagt, ja, hier, Impfung, ha, da ist doch nur Gift drin und hast du nicht gesehen. Ich hatte da, glaube ich, schon mal ein paar Themen gemacht. Und es gibt natürlich auch Leute, die kurz nach der Impfung Todesfälle hatten. Es gibt auch vielleicht auch hier und da Komplikationen. AstraZeneca beispielsweise ist ja nicht wirklich gut im Ruf, wobei ich sagen würde, ja gut, ich nehme trotzdem den, wenn ich keinen anderen kriege, nehme ich den. Es ist halt, es ist schwierig zu sagen, muss man echt sagen, was da wahr ist und was nicht. Aber das ist ja schon die ganze Zeit so. Und aber trotzdem, selbst wenn das wahr wäre, ne, sind das, was weiß ich, na sag mal, 1-2 Todesfälle pro Woche, Monat? Wegen der Impfung? Im Vergleich zu den 200-300 pro Tag? Ja. Ja. Sind vielleicht Sachen, die vermeidbar gewesen wären, wenn sich diesejenigen nicht angesteckt hätten, könnten sie dann in dem Fall noch leben. Wenn es denn wirklich Todesfälle sind, die eindeutig auf die Impfung zurückzuführen sind. Ne? Ich rechne jetzt einfach mal alles mit, was da drumherum gehört. Wenn ich da alles mitrechne und sage, jo, okay, das sind dann hier eben so viele Fälle, dann sind wir immer noch schlimmer dran, in Anführungsstrichen. Muss man sagen, mit der Krankheit. Und wenn es denn so wäre, wenn, wie gesagt, viele Sachen lassen sich ja darauf zurückführen. Ich meine, gerade eben diese Corona-Leugner schreien die ganze Zeit, ja, hier, der war 98 und ist geimpft worden und ist kurz danach gestorben. Das lag eindeutig an der Impfung. Die Impfung war schuld. Die Impfung hat ihn umgebracht. Im Gegensatz dazu, bei derselben Person, ne? Ja, der war 98. Der hat sich halt mit Corona angesteckt und ist kurz dabei gestorben, aber das hat doch nichts mit Corona zu tun. Der war halt alt. Ne? So merkt man halt, wie Argumente verdreht werden. Da schreit der eine, ja, okay, das lag halt daran, weil er alt war, bei dem, was ihm nicht passt. Aber das wird kategorisch ausgeschlossen, bei dem, wo es ihnen gerade recht kommt, in Anführungsstrichen. Ne? Das ist, da muss man halt wirklich abwägen. Natürlich kann es zu Fällen kommen, schließe ich nicht aus. Es gibt, gab ja auch, und es wurde ja auch mehrfach berichtet, dass es allergische Reaktionen gab und dass vor allem AstraZeneca jetzt nicht so einen guten Ruf hat. Ob dieses so berechtigt ist oder nicht, ist eine andere Frage. Wie gesagt, die Briten haben ja großteilig eben diesen AstraZeneca gekriegt und die leben die meisten noch. Also ich habe jetzt noch nicht gehört, dass die Briten jetzt alle ausgestorben sind. Zumindest nicht deswegen. Die werden wegen ihrem Brexit arg Probleme kriegen, aber nicht wegen der Impfung. Im Gegenteil, dadurch, dass so viele geimpft werden, hat ja hier, ich glaube, der Boris Johnson sogar angeboten, hier die EM, die ja letztes Jahr schon stattfinden hätte sollen und dieses Jahr aber auf jeden Fall stattfinden soll, die EM zu sich nach Großbritannien zu holen. Eigentlich sollte die ja in mehreren Ländern gleichzeitig stattfinden. Aber weil halt in Großbritannien schon so viele durchgeimpft sind, wäre es günstiger, wenn sie bla bla und so. Möglich ist das. Andererseits weiß ich nicht, ob ich das so in der Form akzeptieren wollen würde. Ja? Weil man muss ja sagen, nur weil die ein bisschen eher angefangen haben mit Impfen, und zwar einfach nur, weil sie ihren Impfstoff, eben den AstraZeneca-Impfstoff, in der Notzulassung als erstes zugelassen haben. Und da muss man wirklich sagen, diese Notzulassung, die ist nicht hundertprozentig geprüft, anders als die bei uns, was ja auch ein Argument ist. Ja, die Studien und so weiter und so fort, und so ein Impfstoff dauert mindestens 30 Jahre. Natürlich dauert so ein Impfstoff mindestens 30 Jahre. Der Grippeimpfstoff, der jetzt bestimmt wird, der ist auch erst in 30 Jahren, wird prognostiziert, wie die Grippe in 30 Jahren aussieht oder was. So ein Schwachsinn. Natürlich, wie gesagt, die Zeit war kurz. Ne? Das hat auch von Anfang an jeder gesagt. Die Studien wurden aber durchgeführt und sie sind ja auch noch dabei. Ne? Das ist ja nicht so, dass die Studien jetzt einfach aufgehört haben. Jeder Fall, der allergische Reaktionen verursacht, jeder Fall, wo es zu einem Todesfall nach einer Impfung gekommen ist, das wird alles untersucht. Und
nur weil da jemand meint, ja, okay, ich meine, wir sind wahrscheinlich da, wie gesagt, von Hollywood so verwöhnt, da wird halt gern mal gesagt, ja, wir nehmen halt 10 Milliarden Tote in Kauf, in Anführungsstrichen, oder 10 Millionen, nur damit wir das Produkt verkaufen können. Aber wir sind hier in der echten Welt, ne? Wir sind in der echten Welt. Da wird gerade bei Impfstoffen, gerade bei denen, die du international verkaufst, von so vielen Seiten drauf geguckt, dass du gar nicht die Möglichkeit hast. Das heißt, du musst das sogar auch als Firma richtig untersuchen. Und wenn das Ding scheiße ist, musst du es zurückrufen. Genauso wie es Rückrufaktionen bei verdorbenen Lebensmitteln gibt. In ja, Edeka, Aldi, Kaufland, hast du nicht gesehen. Wenn da irgendwo irgendwas in der Produktion schiefgegangen ist, dann muss das die Firma zurückrufen. Und da, wo es hin ist, die müssen das auch zurückrufen, müssen es aus dem Handel nehmen und so weiter und so fort. Mit Schwund muss nun mal gerechnet werden. Dafür sind die Gewinnspannen immer noch groß genug. Und da muss man dann halt mal gucken. Ja. Aber wo man auch gucken muss, ist natürlich, dass man den Politikern auf die Finger guckt. Ne? Das brauchen wir jetzt nicht drüber reden, denn auch da gibt es das gegenteilige Teil, dass sich natürlich Leute daran bereichern wollen. Es ist wenig überraschend, dass die jetzt großteilig aus der CDU kommen. Ne? Hashtag Maskenskandal. Ich sag ja schon von Anfang an, das ist eigentlich die korrupteste Partei, die es gibt, CDU, CSU. Ich zähle da jetzt einfach beide zusammen, ne? Ist klar, weil im Prinzip sind das ja zwei Seiten einer Medaille. Und natürlich trifft das nicht auf alle zu, brauchen wir nicht drüber reden. Aber die Tatsache, dass es da so viele gibt, so auffällig viele, die jetzt vor den letzten Tagen zurücktreten mussten, das wird schon Gründe haben. Ne? Es wird ja auch Gründe haben, warum entgegen aller Expertenmeinungen ein Artikel 17 oder Artikel 13... Lieber Micha, ja, ich weiß, ich kenne den alten Namen noch, aber Artikel 17 ist, denke ich, mittlerweile sogar geläufiger. Wenn eine Urheberrechtsreform, die total scheiße ist, irgendwie durchgedrückt wird, was man hätte verhindern können. Ja, natürlich, auch da ist es durchaus möglich und ehrlich gesagt wäre das nicht das Unwahrscheinlichste, dass der liebe Axel Voss und alle anderen, die daran beteiligt waren, auch mal einen Koffer hinbekommen haben. Oder mindestens so ein Angebot von wegen, ja, ich sorge für gute Publicity, wenn du mein Zeugs durchdrückst. Genauso wie halt in unseren Landtagen, Bundestagen etc. pp., wo die ganze Scheiße beschlossen wurde. Auch alles großteilig CDU. Ja, das ist, ich sagte ja auch immer wieder, klar, wir hätten es schlechter treffen können im Management von dem Coronavirus. Und man muss auch dazu sagen, natürlich, es ist die erste Pandemie, die wir in der Form durchmachen. Ne, vor 100 Jahren gab es eine, aber die ist so lange her, du kannst dich halt nicht dran erinnern. Keiner von uns war da wirklich da. Oder kaum einer, der irgendwas sagen kann, noch großartig. Ne? Entsprechend macht man auch Fehler, auch in Sachen Regierung. Ne? Das heißt, einfache Fehler rechne ich denen nicht an. Fehler passieren. Solange man sein Bestmögliches gibt. Wenn aber jemand versucht, sich aufgrund dessen oder irgendeiner anderen Art und Weise zu bereichern, dann, liebe Freunde, dann sieht die Sache ganz anders aus. Ne? Das ist kein Fehler, das ist absichtliche Selbstbevorteilung, kann man so nennen. Das ist Korruption. Ganz klar, ganz deutlich, ganz hart, das ist Korruption. Und das ist nur ein weiterer Grund dafür, nie mehr CDU oder CSU zu wählen. Nicht nur bei den nächsten Landtagswahlen, die ja demnächst sowieso anstehen. Ne? Da sollte man drauf achten, aber auch bei der Bundestagswahl, die dieses Jahr auch noch sein wird. Und bei vielen anderen. Ich hoffe wirklich, dass die CDU, CSU mal eine richtige Klatsche bekommt. Ich hoffe natürlich nicht, dass so Typen wie die AfD, die natürlich ebenfalls nicht wirklich schönes Verhalten angelegt haben, die eben diese Pandemie, diese Situation versuchen für sich auszunutzen, denn auch das, auch wenn man sich versucht, einen politischen Vorteil zu sichern und nicht nur finanziell persönlich, auch das zähle ich unter Korruption, muss man ganz klipp und klar so sagen, weil letzten Endes die versuchen, zu Lasten von Menschen ihre Positionen zu verbessern und das ist ebenfalls nicht in Ordnung. Und deswegen, wie gesagt,
auch nicht die AfD wählen. Punkt. Ganz klipp, ganz klar. Ich glaube, da sind wir mittlerweile alle relativ einer Meinung. Wenn nicht, lasst euch von mir überzeugen. Wenn doch, ist toll. Ich bin auch kein Freund der Grünen. Ne? Kein Freund der Grünen, wisst ihr. Ich halte die für politisch nicht fähig, muss ich echt sagen. Ich bin auch kein Freund der FDP. Weil die im Prinzip, wenn auch nicht so stark wie die AfD, aber auf ähnliche Weise genau das versucht, populistisch irgendwie Stimmen zu fangen, um gegen Politik, die so ist, zu wettern. Auf der einen Seite sagen sie hui, hui, hui und auf der anderen Seite dann wieder pfui, 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 je nachdem, was denen am besten passt. Ich bin gar kein Freund der SPD, einfach weil die ja nicht mal so tut, als würde sie, sagen wir mal, eine Entscheidungsgewalt mithaben, sondern wirklich einfach immer alles abgibt und da sich dann die Schuld auch noch zuschieben lässt von der CDU. War alles die SPD, wir wollten das ja gar nicht, ist ja die ganze Zeit, auch Artikel 13 hast du nicht gesehen, ja, wir hätten ja gar nicht und müssten ja überhaupt nicht. Es war auch eine SPD-Politikerin, die gesagt hat, ja, ich bin dagegen und haben dann in der EU dafür gestimmt. Die haben keinen Arsch in der Hose. Und man muss sich auch mal durchsetzen können, wenn man irgendwie regierungsfähig sein will. Deswegen ist die SPD auch keine geeignete Regierungspartei mehr. War sie schon eine Weile nicht, denn seit Schrödi, der ja auch eben korrupt war, brauchen wir nicht drüber reden, Gazprom, ja, wie gesagt, seit Gerhard Schröder ist das nicht akzeptabel, was die da veranstalten. Frau Merkel, man merkt, sie wird alt, aber zumindest sie hat versucht, den richtigen Weg zu gehen. Dass es einige unter ihr nicht mitnehmen, naja gut, das ist eine andere Sache, zumindest so von dem, was ich weiß. Aber trotzdem würde ich niemals CDU wählen. Ne? Das Thema ist gesetzt, das Thema ist durch. Ja, was bleibt denn jetzt noch? Grünen haben wir ausgeschlossen, SPD haben wir ausgeschlossen, FDP haben wir ausgeschlossen, AfD sowieso, CDU, CSU auch. Ja, am Ende nur noch die Linke. Ob das jetzt die richtige Wahl ist, ist eine andere Frage. Muss jeder für sich selber entscheiden. Ich selbst werde wahrscheinlich auch keine Linke wählen, auch da passt mir nicht alles. Auch die sind nicht wirklich aktiv. Da gibt es ein paar Parteien, die sind da deutlich, deutlich vernünftiger aufgestellt. Lustigerweise, dummerweise, eben die kleineren. Die kleineren Parteien, ne? Wer halt gerade auch viel auf Digitales etc. pp. Ist und so weiter und so fort, kann sich den Piraten die Stimme verteilen. Gibt noch viele andere Parteien. Letztes Mal zu unserer Landtagswahl, glaube ich, hatte ich die Direktpartei gewählt, die auch ja mehr Demokratie und mehr direktes Abstimmungsverhalten von den Bürgern fordert etc. pp. Sowas in der Art. Diverse andere Sachen. Das hat dann halt am besten zu mir gepasst. Gibt ja auch immer diesen Wahl-O-Mat, ich weiß gar nicht, heißt der Wahl-O-Mat, wo man sich dann die Stimme raussuchen lassen kann. Mittlerweile ist es auch so, dass da auch natürlich die kleineren Parteien mit drin sind. Und man muss halt auch sagen, bei den kleineren Parteien, logischerweise gibt es da weniger Korruption. Der Grund ist klar, ne? Je kleiner die Partei, desto weniger Macht haben die. Und Macht korrupt, das ist schon immer der Fall gewesen. Das wird auch den kleineren Parteien irgendwann passieren, wenn die doch mal größer werden, dass die irgendwie über irgendwelche Skandale stolpern. Ist ja schon mehrfach passiert, auch die Piraten hatten ihre kleinen Skandale schon, obwohl die relativ klein sind. Auch die Partei, die Satirepartei, hatte schon Skandale. Ab einem gewissen Prozentsatz kriegst du immer welche. Punkt. Weil, wie gesagt, so eine Partei besteht halt immer aus mehreren Leuten und selbst wenn 99% davon immer das Beste wollen, ist da eben 1%, das Scheiße baut. Nur halt, dass bei je größer die Partei wird, dieser Prozentsatz auch immer größer wird. Nicht nur die Anzahl der Personen, die unter dieses Prozent fallen, sondern eben auch der Prozentsatz. Und das halt, weil es halt viel leichter ist, gerade dort politisch Karriere zu machen, dass sich dann Leute sagen, ja okay, ich gehe zur CDU. Passt mir zwar gar nicht, was die da so alles verbrabbeln, aber ich kann da Kohle verdienen. Dann gehe ich da lieber dahin. Klingt logisch. Ne? Entsprechend, wie gesagt, je mehr Macht hat, Macht zieht eben, Macht nicht nur korrupt, Macht zieht auch Korruption an.
Und zwar in Persona. Und deswegen, wie gesagt, ist es aber auch notwendig, dass da halt vielleicht mal ein bisschen mehr durchgetauscht wird. Dass es halt keine wirklichen Volksparteien in der Form mehr gibt, dass da gesagt wird, ja, okay, wir wählen jetzt alle, weil wir es können, CDU, CSU. Sondern, und der FDP oder eben wie bei den Amis halt, die halt nur die Demokraten und die Republikaner haben. Die ganzen kleinen Parteien fallen alle durch, weil die einfach nichts bringen, die fallen durch den Raster. Ja, dann kommt es halt zu Donald Trump. Ne? Dann kriegt man halt sowas wie Donald Trump, wenn man das nicht aufbrechen kann. Und dann kriegt man halt Leute, die von der CDU, die alle 70 plus sind, die selber gar nicht mehr so wirklich mitbekommen, was da alles läuft, weil sie es auch nicht mehr müssen, weil die außerhalb des Rentenlebens stehen, weil die sind froh, dass er am Ende wird wahrscheinlich auch wieder kommen, ja, hier nach der Wahl gibt's eine fette Rentenerhöhung. Das wird eins der Wahlkampfthemen der CDU sein. Prophezei ich schon jetzt. Einfach aus dem Grund, weil das sind ihre Hauptwähler und die wollen sie halten. Und dass dann andere auch sagen, jo, Rentenerhöhung für so viele Leute. Ich meine, das ist auch nicht unwichtig, ne? Wir haben eine Altersarmut in Deutschland, die muss was unternommen werden, aber eben nicht nur gegen die Altersarmut, die jetzt schon herrscht, sondern auch gegen die Altersarmut, die in 5, 10, 20, 25, 30, die irgendwann kommt. Denn das, die Tendenz von der Altersarmut ist ja nach oben gehend. Sie steigt extrem an. Das liegt aber auch zum Teil eben daran, dass da nicht großartig was unternommen ist. Klar, das kostet alles Gelder und so weiter und so fort. Brauchen wir ja nicht drüber reden. Aber irgendwo muss man doch auch mal sagen, jo, okay, man greift da ein. Ich meine, man erinnert sich beim letzten Mal, war das vor 4 Jahren, war das zur Wahl? Wo die CDU gesagt hat, so, jetzt können alle mit 63 in Rente gehen, die wollen. Wenn sie 45 Jahre gearbeitet haben. Wo dann auf einmal so viele gesagt haben, oh, was? Oh, tschüss! Während andere hier mit Prognosen arbeiten von 60 bis 70, von 67 bis 70 Jahren arbeiten zu müssen, wurden da halt vielleicht mal für die Wahl, vielleicht, ich weiß es gar nicht, ich habe da jetzt nicht drauf geachtet, ob das im Wahljahr oder kurz davor war, aber da wurden da halt einfach mal so viele Leute, erst wurde immer davon geredet, ja, wir haben ja so wenig Arbeit oder wir haben so viel Probleme in Sachen Rente, und dann schickt man die Leute 2, 3 Jahre eher in Rente. Manchmal verstehe ich das nicht. Ich meine, klar, heutzutage, wie gesagt, musst du auch ein bisschen selber vorsorgen. Auch das machen wir, meine Frau und ich. Allerdings, du kannst ja nicht unendlich, du kannst ja nicht 50% deines Gehaltes zur Seite legen, nur weil du vielleicht in 50 Jahren das brauchst. Das ist in normalen Lohnverhältnissen einfach nicht möglich. Und da dann zu sagen, jo, okay, dann macht halt, das ist auch wieder, oh, ich sehe gerade, ich habe schon wieder ein klein wenig überzogen. Ja, Julian, das ist eine Mega-Folge geworden, aber ja, wenn man meckert, dann muss das auch mal sein. Ich glaube, du freust dich, alle anderen vielleicht auch. Ich mache die Runde hier noch zu Ende und dann hören wir mal auf. Genug gemeckert. Also, kann man ja fast sagen, ja, wir haben durchaus, wenn wir bei 40 Minuten sind, haben wir durchaus die Zeit erreicht, die wir vorher mit 3 Folgen hatten. Könnte ich die am Ende nochmal aufteilen hier. Aber so klappt es auch. So klappt es auch. Also. Okay. Auf jeden Fall, wir haben 25 Holz. Schön. Okay. Auf jeden Fall, Freunde. Das ist, die Wahl ist wichtig. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, meine Stimme, die zählt ja sowieso nicht. Doch, natürlich zählt die. Nur halt ganz wenig. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass jeder wählen geht, damit jedes ganz wenig ein bisschen was macht. Ein Fass Wasser kann man auch voller Tropfen Wasser, voll tropfen. Es ist dann am Ende trotzdem voll. Ne? Also, wer wählen kann, sollte dieses immer in Anspruch nehmen. Punkt. Und wählt vernünftig, wählt weise. Ein bisschen Protest dürft ihr gerne machen, aber wenn ihr Protestparteien wählt, mache ich ja auch, dann guckt, dass ihr eine richtige erwischt. Ne? Nur weil einer sagt, ja, hier dieses und jenes ist auch nicht immer richtig. Lasst euch gerne durch den Wahlomat ein bisschen beraten. Das heißt ja nicht, dass ihr zwingend das wählen müsst, was oben drauf steht, aber es hilft euch. Ne? Heutzutage haben wir die Technik, die Möglichkeiten dazu. Macht das. So,
Ansonsten, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Bis denne. Tschüss.